Hi, Marcel hier und es ist echt viel passiert. Echt viel. Und das hier sollte eigentlich nur so ein kleiner Teil werden, den ich irgendwie vorne im Video schneide, so als kleine Info und dann... Ich meine, schaut euch die Videolänge an. Aber ja, das ist kein Clickbait. Ich bin mit dem Thema Buchmachen erstmal durch, was Verlege angeht. Und was danach kommt, sage ich euch später am Ende vom Video. Aber zumindest mal, wenn ich mit meinem aktuellen Buch fertig bin, dann ist erstmal Schluss. Warte mal, was meinst du mit aktuellem Buch? Ach ja. Okay, vielleicht sollte ich darüber auch mal reden. Okay, ich bin ganz ehrlich, ich habe es schon eine Weile vor mich hingeschoben, weil ich mit meinem Latein absolut am Ende bin. Ich habe also keine Ahnung, wie viele von euch das schon wissen und wie viele nicht. Aber ja, es kommt ein neues Buch von mir raus. Ich wollte euch schon vor 2 Monaten oder so Bescheid geben, aber dann kam auf einmal Sony auf mich zu und wollte ein Video von mir und dann war ich spontan bei Rafi. Dann kam die ganze Thematik mit der Loomis-Methode und mehrere Videos dazu und dann war ich auch schon wieder auf der nächsten Messe. Das hier ist also kein großer Reveal mehr. Die meisten von euch haben das neue Buch ja jetzt eh schon gesehen und auch vorbestellt. Vielen Dank dafür übrigens. Wir arbeiten ja schon seit knapp einem Monat zusammen und streamen an diesem Buch. Das Ding ist also definitiv kein Geheimnis mehr. Aber ja, mein letztes Buch, Zeichnen Like a Sir, bekommt tatsächlich einen zweiten Teil von mir. Man könnte schon fast sagen, eine Art Evolution. Hier ist es, mein neues Buch Körper und Posen zeichnen, Like a Sir. Ihr habt mir zu meinem letzten Buch so unmenschlich viel Feedback gegeben und daraus ist dann dieses Buch entstanden. Ein komplettes Buch rund um detaillierte Anatomie und den menschlichen Körper. Und es ist ab jetzt vorbestellbar. Und wenn ich sage Anatomiebuch, dann meine ich das auch so. Das sind Themen von wie funktioniert das menschliche Skelett und wie wirkt sich das auf unsere Zeichnungen aus, bis hin zu wo sammelt sich Fett an? Alt, jung, Mann, Frau, Köpfe, Gesichter. Das Buch ist ein waschechtes Anatomiebuch. Basically diese Seiten hier, die alle beim letzten Mal so mochten, aber dieses Mal als komplettes Buch. Mein Lieblingsteil aus diesem Buch ist wahrscheinlich diese Körperfett-zu-Muskel-Tabelle, in der du jeden Körpertypen siehst, den es gibt. Auf einen Blick. Sowas habe ich mir schon immer mal gewünscht und ewig danach gegoogelt, aber es hat halt so bisher noch keiner gemacht. Das hätte ich selber schon zum Nachschlagen so oft gebrauchen können. Und bei den Übungen zum Mitmachen habe ich mich diesmal darauf konzentriert, dass ihr auch so meine Vorgehensweise seht. Und besonders wenn es ums Thema Proportionen geht, ist das natürlich extrem hilfreich, mal echt so 1-2 Seiten nur Übungen zu haben, die man selber mitmachen kann. Und das Buch hier wird nochmal ein Stück heftiger als das letzte. Ihr habt es ja schon on Stream gesehen, dass ich hier versuche, sogar extra mit 3D-Modellen arbeite. Alles nur, damit ihr versteht, wie der menschliche Körper funktioniert. Das hier ist also nochmal eine Schippe heftiger als das letzte Buch. Zu vielem aus diesem Buch werde ich auch nie ein Tutorial machen. Beispielsweise Thema Fettgehalt kann ich nicht auf YouTube behandeln, weil es auf YouTube schon reicht, einen nackten gezeichneten Männeroberkörper zu sehen, um demonetarisiert zu werden. Aber bei diesem Buch hier muss ich eben keine Angst haben, dass ich auf einmal spontan für meine Arbeit nicht bezahlt werde. Das einzige Thema, um das es jetzt nicht explizit geben wird, ist Thema Genitalien, weil... ja, wozu? Ich meine, dafür gibt es ja schon Videos von mir. Also ja, Übungen zum Mitmachen, haufenweise Referenzen, ein Drittel von dem Buch ist dieses Mal ein Nachschlagewerk. Beim letzten Buch waren es ja gerade mal irgendwie so 5 oder 6 Seiten. Das Einzige, worauf ich euch vorbereiten muss, ist, dass dieses Buch hier kein simples How to Draw Comic Manga Buch Dingens ist. Im letzten Buch habe ich ja echt versucht, ganz von vorne anzufangen, also echt bei wie malt man einen Kreis? Und dann eben so ein bisschen, wie macht man aus diesem Kreis dann so eine Figur und wie funktioniert das alles so überhaupt? Klar, das kann man nicht nur für Manga und Comic nutzen, aber ist eben dennoch verhältnismäßig simpel. Ich glaube, da können wir uns alle drauf einigen. In dem neuen Buch geht es echt darum, wie komme ich von hier nach da. Und wenn ihr eben noch hier seid und daran zu beißen habt, dann alles cool. Dafür ist ja das erste Buch da. Bleibt also dabei und übt auch gerne weiter damit. Aber im neuen Buch fokussiert sich auch vieles ums Thema, wie schafft man Volumen? Wie werden meine Zeichnungen weniger flach? Wie funktioniert der menschliche Körper und wie stellt man ihn dar? Ich glaube, für viele Leute wird dieses neue Buch ein ziemlicher Reality-Check, wenn ich ganz ehrlich bin, weil dieser Sprung von hier nach da
der ist groß. Man unterschätzt am Anfang, wie viel Arbeit man noch reinstecken muss, selbst wenn man schon einigermaßen zeichnen kann. Und deshalb gibt's am Anfang vom Buch wieder ein Tutorial-Kapitel, das dich so abholt und das alles klarstellt. Welche Guidelines sind Schrott fürs richtige Körperzeichnen? Welche Hilfsmittel sind nützlich? Natürlich einige Übungen zum Selberzeichnen und vieles mehr. Und vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, diese Seiten gerade, die sind blau hier oben. Ich habe eine super geile Idee gehabt, die ich mir zugegeben von euch abgeschaut habe. Nämlich gibt es in diesem Buch blaue Seiten, das ist das Tutorial, was jeder durchspielen muss, um weiterzumachen. Und dann gibt es noch die roten Seiten, das ist praktisch das, was ihr auch aus meinem letzten Buch kennt, die eben alles nochmal erklären und veranschaulichen, wie was funktioniert. Sind auch nochmal ein paar Übungen mit dabei zum selber machen. Und dann gibt es die schwarzen Seiten. Die schwarzen Seiten sind komplett nur Nachschlagewerke, wie ihr es von meinem letzten Buch kennt. Referenzen zum Abschauen und selber benutzen eben. Ich habe so viele Fotos auf Insta gesehen, wo Leute eben Klebezettel in meinem letzten Buch drin hatten, um sich zu markieren, wo die Referenzen sind und wo die Erklärungen sind. Und da habe ich mir eben gedacht, ja klar, warum mache ich das nicht schon direkt ins Buch rein? Und genau deshalb habe ich mir eure Bücher auch abfotografiert, wenn ihr die mit auf Messe gebracht habt. Also eben wie das hier, by the way, kommt mich auf Messe besuchen. Von nahem ist es noch hässlicher. Ich habe wirklich versucht, so viel Feedback vom letzten Buch wie nur irgendwie möglich einfließen zu lassen. Ich benutze mein letztes Buch ja auch selbst zum Nachschlagen oder eben für Referenzen. Das Einzige, was mich echt gestört hat, war jedes Mal das Raussuchen von dem richtigen Körperteil, den ich eben gerade nachschlagen muss. Ganz besonders, wenn das Buch eben gerade nicht zur Hand ist, war das schon jedes Mal ein bisschen nervig, sich das jedes Mal erst dafür zu holen. Dafür habe ich parallel aber noch an etwas gearbeitet, nämlich an diesen Acrylglasaufsteller. Das war eine Idee, die ich tatsächlich schon etwas länger hatte und die mir endlich das ganze Nachschlagen ersparen könnte. Die sind ganz nice als Deko oder als Geburtstagsgeschenk, aber hauptsächlich sind sie eben nützlich, wenn man sich das ganze Nachschlagen ersparen möchte, und das ist ja das Wichtigste. Die Glasaufsteller sind natürlich von mir höchstpersönlich handgezeichnet und gibt's ab sofort endlich auf Messe und bei mir im Online-Shop zu kaufen. Und wer keine Lust hat, die sich irgendwo zu kaufen, der kann natürlich gerne noch bei meiner Draw Disney Style Challenge mit teilnehmen, denn da gibt's die ja unter anderem auch als Preis zu gewinnen. Nur nochmal als kleinen Hinweis. TLDR, neues Buch und neue Zeichenhilfe gibt's jetzt ab sofort. Eins davon kann man bereits vorbestellen, das andere gibt's jetzt schon zu kaufen. Okay, das war jetzt lange überflüssig, dass ich endlich diese ganzen Fragen hier beantworte. Ich hoffe, ich habe jetzt endlich alles beantwortet und endlich Licht ins Dunkle gebracht. Aber ja, offensichtlich steht da ja noch ein Elephant in the Room, und das ist eben die Tatsache, dass das wahrscheinlich das letzte Mal war, dass ich in absehbarer Zeit ein Buch mit einem Verlag zusammen mache. Ich habe es ja schon am Anfang gesagt, das Video hier wäre eigentlich nur ein kleiner Infoteil gewesen. Meine eigentliche Idee war, ein ganzes Video zu machen, was die Vor- und was die Nachteile sind, bei einem Verlag zu veröffentlichen. Und am Anfang kommt nur so ein kleiner Infoteil über mein neues Buch. Und jetzt schaut euch an, wie groß dieser kleine Infoteil hier geworden ist. Jetzt ist das einfach alles ein komplettes Video geworden. Und wenn ihr Bock habt, mache ich aber natürlich trotzdem noch das Video über Vor- und Nachteile bei einem Verlag zu veröffentlichen. Aber ich fasse einfach mal kurz zusammen, warum das neue Buch wahrscheinlich das letzte in die Richtung sein wird. Und der Grund dafür ist, ich glaube, ich mache keine Tutorial-Bücher mehr. Ich habe schon gesagt, Zeichnen Like a Sir, das erste Buch, ist für mich ein ziemlich rundes Komplettpaket. Natürlich gibt es immer Kritik, also egal was du machst, es gibt immer irgendwen, der sagt, warum hast du nicht noch was zum Thema Inking reingeschrieben oder zum Thema Hintergründe und so weiter? Aber ich finde, das Buch ist eigentlich genau so, wie es ist, gut geworden. Anstatt da irgendwie so halbherzige Erklärungen zu solchen Themen reinzurotzen wie Hintergründe oder Inking, fand ich persönlich Themen wie Artblock oder Erklärungen für Einsteiger am Anfang oder die Seiten zum Thema eigenen Stil finden viel wichtiger. Und es geht auch um Körper, aber so ein richtiges Anatomiebuch ist es jetzt nicht geworden, auch wenn ich teils über Muskeln rede. Also wollte ich unbedingt nochmal ein Buch dazu machen. Und das habe ich auch gemacht. Eben schon ein Buch, mit dem man von so zu so kommen könnte und richtig professionelles Zeichnen mit dreidimensionalem Volumen haben kann. Das alles verpackt mit richtig detaillierten Referenzen und eine komplette Erklärung zum menschlichen Körper. Für den Fall, dass man eben richtig gut werden möchte. Dafür ist ja jetzt dieses zweite Buch da. Und jetzt? Ich habe schon vorletztes Jahr mit meinem Verlag teils geredet, wo die Reise hingehen könnte. Und da waren die Fragen im Raum, vielleicht ein Buch zum Thema Hände zeichnen? Oder ein Buch über Gesichter? Aber
ich sag's ganz ehrlich, meiner persönlichen Überzeugung nach musst du halt erstmal in so ein Thema wie zum Beispiel Händezeichnen reinkommen. Dafür ist das erste Buch da, dass du ein bisschen Übung reinkriegst und das Ganze verstehst. Und dann habe ich mein zweites Buch, wenn du sagst, du brauchst noch einen Weg, um wirklich richtig gut und besser darin zu werden. Der Rest ist halt Übung. Das ist mit Gesichtern so, das ist mit Händezeichnen so, das ist mit allem so. Ich will ja Bücher für euch machen, die Werkzeuge zum Besserwerden sind. Und ob du jetzt zwei Werkzeuge hast oder 20 Werkzeuge hast, irgendwann machen die dich halt nicht mehr besser. Weil es an dem Punkt alles nur noch eine Übungssache ist. Ich werde immer mal wieder on Stream gefragt, ob ich nicht mal ein Buch zum Thema Aquarell malen machen möchte. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, zeichnen tue ich schon mein Leben lang, basically. Aber Aquarell habe ich mir irgendwie vor 3 Jahren oder so mal kurz beigebracht. Da sehe ich mich überhaupt nicht in der Position, ein ganzes Buch darüber zu schreiben. Das überlasse ich den Leuten, die eben ihr ganzes Leben lang malen. Ich finde, die beiden Bücher, die ich jetzt gemacht habe, beziehungsweise jetzt gerade mache, sind wirklich hilfreich für jeden, der ins Thema reinkommen und besser werden möchte. Und der natürlich richtig gut werden möchte. Da sind Referenzen, Übungen, Erklärungen, alles andere drin. Und ich denke, meine Arbeit ist damit einfach getan. Aber was ist mit anderen Büchern? Man kann doch auch andere Bücher bei einem Verlag machen. Warum mache ich nicht zum Beispiel Artbooks bei einem Verlag oder einen Manga für einen Verlag? Und ich glaube, da kommen wir eben zu Themen, die ich dann in diesem Video angesprochen hätte, Vor- und Nachteile bei einem Verlag zu veröffentlichen. Und dass wir das kurz mal feststellen, ich bereue es absolut null, dass ich das erste Buch früher an einen Verlag verkauft habe. Dadurch ist es eben überall in Buchhandlungen erschienen. Ihr alle könnt jetzt gerade in eine Buchhandlung gehen und euch das Buch anschauen und es durchblättern und schauen, ob ihr das wirklich hilfreich findet. Und genau das finde ich für ein Buch, aus dem man lernen soll, extrem wichtig. Das war so meine Hauptmotivation, zu einem Verlag zu gehen, dass das Buch eben als Lehrmaterial potenziell jedem in jeder Buchhandlung zur Verfügung steht. Gerade für dieses Buch ist mir das immens wichtig. Aber mir fehlt auch was. Mein Artbook und Manga und alles andere bisher habe ich halt selber produziert. Also echt alles von der Produktion her, vom Layout, vom Vertrieb, und ich wollte, dass das Artbook zum Beispiel ein Hardcover ist und vergoldet wird und so weiter. Und das war verdammt teuer, aber das ist Freiheit, die du beispielsweise bei einem Verlag einfach nicht hast. Eine ursprüngliche Idee für den Titel vom neuen Buch beispielsweise war jetzt Anatomie like a Sir oder Körperzeichnen like a Sir. Und da musst du natürlich immer mal mit rechnen, dass der Verlag da dann zum Beispiel einen Körper- und Posenzeichnen like a Sir draus macht. Was jetzt kein komplett anderer Titel ist, klar, also eigentlich halb so wild. Aber auch beim Cover ist es dieses Mal nicht bei meinem persönlichen Favoriten geblieben. Da hat es auch etwas gedauert, bis ich ein Cover entworfen habe, mit dem alle Leute beim Verlag zufrieden waren. Das wären einfach Themen, die ich persönlich anders gemacht hätte. Und seien wir mal ehrlich, wie das Cover jetzt aussieht oder wie das Buch heißt, das ändert nicht wirklich was am Inhalt vom Buch. Das wird trotzdem genauso nützlich sein, also was soll's. Aber der Perfektionist in mir will eben trotzdem einfach alles selber machen. Und deshalb ist es eigentlich echt egal, ob ich ein Tutorialbuch mache oder ein Artbook oder was auch immer. Ich will es einfach selber machen und 100% Kontrolle darüber haben. Bei einem Artbook mit meinen besten Zeichnungen will ich persönlich raussuchen, welche Zeichnungen reinkommen und wohin die im Buch platziert werden und welches Cover das Ding haben wird und welches Einband das Ding haben wird und ob es vergoldet ist oder iced out wird oder was auch immer. Und bei einem Manga will ich natürlich, dass Tobias, mein Storyschreiber, 100%ige Freiheit mit seiner Geschichte hat und wir aussuchen dürfen, wie viele Bänder es eben gibt und wie die aussehen. Und von der Thematik her, dass es jahrelang dauert, bis mein englisches Publikum meine Bücher dann zu lesen bekommt, muss ich, glaube ich, gar nicht erst anfangen. Ich denke, das ist relativ selbsterklärend. Das versteht jeder. Und das Übersetzungsthema geht eben leider nicht anders, wenn da so eine riesen Maschinerie im Hintergrund ist. Aber trotzdem ist das ein Riesenproblem für mich. Bei einem Tutorialbuch ist das Thema mit dem Cover halb so wild. Auch wenn es ein bisschen anders aussieht und der Titel ein bisschen anders ist, wen stört's? Und eine Story gibt's bei dem Ding ja sowieso nicht. Aber bei allem anderen, was ich geplant habe, auch für die Zukunft, will ich 100%ige Kontrolle haben. Also ja, Körperzeichnen like a Sir wird jetzt in absehbarer Zeit erstmal mein letztes Tutorialbuch und ihr alle könnt es euch jetzt schon vorbestellen, wenn es euch interessiert und wenn ihr so viel Vertrauen in mich und meine Arbeit habt. Es ist jetzt auf Amazon und ansonsten auch überall vorbestellbar. Das wird das große Buch, an dem ich für dieses Jahr arbeite. Und dann? Was kommt dann in Zukunft stattdessen? Interessanterweise habe ich auf den Kalender geschaut und ich habe festgestellt, dass wir 2024 haben. Und im Umkehrschluss bedeutet das ja, dass wir nächstes Jahr 2025 haben.
Was krass ist, ich meine, wenn man mal drüber nachdenkt, Kinder, die während der Pandemie geboren worden sind, sind ja dann schon irgendwie im Vorschulalter und die 90er sind 25 Jahre her. Und außerdem wird Myth 10 Jahre alt, was ein echt großes Jubiläum ist. Ich kann euch also schon mal versprechen, ich weiß ganz genau, was ich nächstes Jahr machen werde. Und nein, ihr müsst euch nicht die Mühe machen, nachzufragen. Ich werde es euch sowieso nicht sagen. Ihr müsst, wohl oder übel, warten. Also dann, freut euch auf nächstes Jahr.